Hallo liebe Leute, Regen an Bartholomä tut den Reben bitter weh. Gewitter an Bartholomä gibt Hagel und Schnee. Also bei uns hat es gestimmt, 24. August, der Bartholomäus hat Namenstag. Und es ist ein traditionsreicher Tag, in der Landwirtschaft geht traditionellerweise der Sommer zu Ende und es sind noch genau 4 Monate bis Weihnachten. Eine gute Gelegenheit, einen kurzen Rundblick durch den Garten zu machen. Ich habe schon lange keinen Gartenrundblick mehr gemacht und deshalb mal kurze Schau, wie sich der Garten zum 24. August 2023 präsentiert. Am besten wieder mal von oben die Sonnenblumen der Kürbishügel zur Übersicht. Hinten werden wir dann die Blütenmuskateller uns anschauen, vorne ist der Spaltensteingarten, der Topas daneben und dann die ganze Reihe der Weintrauben, wo es natürlich einiges zum Schauen gibt. Und hinter die Weintrauben versteckt, das sind auch die Dahlien. Das ist der vordere Teil vom Garten. Und ich glaube, die Sonnenblumen, die sind wirklich sehenswert. 2,5 Meter hoch, so ungefähr, in die schönsten Formen. Da haben wir gemischt dabei, so ein helles Gelb, dann so ein Orange. Und dann geht es gleich weiter beim Blütenmuskateller. Die 5 Stücke, da habe ich schon das Ranggerüst hergerichtet fürs nächste Jahr. Das wird dann in Zukunft eine Pergola-Erziehung. So wie wir es da bei den anderen Trauben ja schon zum Teil haben, in so einer hängenden Erziehung mit ein bisschen Auslager. Und bei den Trauben geht es schon sehr gut dahin, gut geschützt durch die Sackerl. Reifen sie heran, da die japanische Isabella und die Musca Bleu werden so in 2 bis 3 Wochen soweit sein, dass wir so in der zweiten Septemberwoche ernten können. Der viele Regen im Juli hat uns einen Streifschuss beim Mehltau verpasst, aber es war wirklich nur ein Streifschuss, kann man sagen. Die resistenten Sorten haben das ganz gut weggesteckt. In den oberen Blattbereichen haben wir immer wieder Erscheinungen. Andererseits war ich beim Ausdünnen ein bisschen optimistisch und habe Sonnenbrand produziert, so schaut es aus. Stellenweise habe ich einfach ein bisschen zu viel Laub entfernt. Aber das war durch den starken Regen, war ich dann ein bisschen übermotiviert. Die Arcadia Rossova, die hat es ganz stark mit dem Mehltau erwischt. Und da habe ich auch gleich einiges ausgeschnitten. Und trotzdem bleiben da noch 2 Trauben über. Und da werden wir sehen, ob es die noch bis zur Reife schaffen. 2019 haben wir einen Topas gesetzt und der entwickelt sich sehr gut. Der hat auch den heftigen Winter 2020 mitgemacht und einigen Schaden erlitten, aber jetzt ist er gut benannt. Im Spaltensteingarten ein Blickfang ist immer die Lienzrose. Die blüht reichlich und wenn man die Knospen schön wegknipst, auch mehrfach. Über den ganzen Sommer hinweg. Den Lavendel habe ich auch schon vor 2, 3 Wochen geschnitten und der treibt schon wieder kräftig aus. Also der hat eine richtige Freude gehabt damit. Auch schon seit 2020 die Edelkastanie, in dem Fall die Maraval, die sind so zwischen Golf und Tennisball groß und heuer wird es was werden, denn auch die Belle Epin, die zweite Edelkastanie, hat geblüht. Und vom Kraut bis Bohnen gedeiht alles sehr gut. Hinten die Kiwi müssen wir immer noch warten. Die männliche Kiwi hat heuer wieder noch keine Blüte, vielleicht wird es nächstes Jahr. Die Hayward hat Früchte, der Atlas zum Befruchten hat heuer wieder noch nicht geblüht. Hopfen gibt es reichlich. Die diversen anderen Beete, Hügelbeet, Hochbeet bis hin zum Tomatendach, wuchert es natürlich auch ordentlich. Bei den Tomaten wie immer in allen Farben und Formen und Entwicklungsstufen gibt es ständig reichlich Ernte. Mit der Ernte weiter geht es auch jetzt gleich bei den Herbsthimbeeren, bei den Autumn Bliss zum Beispiel. Die Sommerhimbeeren, die sind schon alle abgeerntet. Die Tulamin, die Kleinempel, die Himbotop und die Riebissel sind auch schon geschnitten. Und zwischen Laube und Wein versteckt sich nun unser Farbenfeuerwerk. Die Gladiolen, die Dahlien und die Kusmen liefern auch heuer wieder ein wirkliches Farben- und Formenfeuerwerk ab.
Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Zum Beispiel die Santa Claus. Und mein Liebling ist sowieso die Arabia. Die wächst so zwischen 1 Meter und 1,20 Meter. Da rechts im Hintergrund, wir werden es gleich genauer sehen, habe ich heuer eine Besonderheit entdeckt. Aus einem Stängel wächst eine weiße und eine bunte Dahlie. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Also man kann sagen, im Garten schaut es im Großen und Ganzen gut aus. Wir haben schon viel Gemüse geerntet. Wir freuen uns jetzt bald auf die Traubenernte. In 2 bis 3 Wochen wird es da bei den Musca Bleu und bei den japanischen Isabella, Japaner, losgehen. Und bis dahin sage ich danke fürs Schauen, macht es gut, bleibt gesund, schaut auf euch und führt euch. Bis zum nächsten Mal.